Das sind die, die mit ihnen ein Stück weit das Leben geteilt haben und die sehr genau, wie an anderen Apophthegmata deutlich wird, ja auch die Schwächen ihrer Wüstenväter, also ihrer Väter, geistlichen Väter und Mütter, kennengelernt haben. Das bleibt ja nicht aus. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben ja nicht mehr so sehr viel Zeit, aber den nächsten Punkt würde ich gerne noch schaffen und ich denke, das ist auch kein Problem. Es geht also jetzt um den Punkt 3, Adressatinnen und Adressaten der Seelsorge der Wüstenväter und Wüstenmütter. Das seelsorgliche Wirken der Wüstenväter und Wüstenmütter erreichte unterschiedliche Personengruppen und nahm je nachdem auch andere Formen an. Im Grunde genommen ist die Seelsorge der Wüste ein Beispiel für die Pluralität der seelsorglichen Begleitung. Das fing damals sozusagen schon an und ist nicht etwa eine Errungenschaft bloß unserer Gegenwart, dass sich das so pluralisiert hat. Vor allem wirkten die Wüstenväter und Mütter seelsorglich auf die mit ihnen zusammenlebenden jüngeren Mönche und Nonnen. Das war, sage ich mal, die Hauptgruppe derer, auf die sie Einfluss genommen haben. Auch wenn jeder dieser jüngeren Mönche oder Nonnen gewöhnlich eine eigene kleine Zelle bewohnte, lagen diese Zellen doch in räumlicher Nähe zur Behausung des Wüstenvaters oder der Wüstenmutter. Und dadurch war es möglich, jedenfalls ein Stück weit den Alltag miteinander zu teilen. Und wenn ich jetzt sage, die hatten so eine Zelle, dann ist da natürlich gemeint, also entweder war das eine Höhle in den Bergen, wenn sie sich in die Wüstenregion, die gebirgig waren, zurückgezogen haben. Wüste heißt ja nicht, dass das nur, wie wir es normalerweise vor Augen haben, eine sandige Gegend war, ganz flach, sondern Wüste heißt ja auch, dass es gebirgig sein kann. Und das war im Osten Ägyptens der Fall. Also da gab es Höhlen, in denen man eine Bleibe gefunden hat oder dass man eine kleine Lehmhütte sich gebaut hat. Der geistliche Vater wirkte also unmittelbar durch sein Vorbild. Oder natürlich die geistliche Mutter genauso. Aber wie ist das mit dem Vorbild? Das ist ja durchaus eine ambivalente Geschichte. Ein Vorbild kann den Worten des Menschen Kraft geben. So hat es Dietrich Bonhoeffer in Widerstand und Ergebung ausgedrückt. Das Vorbild gibt den Worten der Kirche, also der Verkündigung der Kirche, Kraft. Wenn derjenige, der das Evangelium verkündigt, selber nicht nach dem Evangelium lebt, dann ist das schwierig. Dann gibt es diesen schönen Spruch aus Indien, der hat ein Inder zu einem Prediger gesagt, dein Leben redet so laut, dass ich deine Worte nicht verstehen kann. Das ist tatsächlich also ein Problem und das Positive des Vorbildseins. Aber es gibt auch das Negative des Vorbilds, dass ein Vorbild so erdrückend sein kann, als Idealbild, dass man ganz eingeschüchtert ist davon und dass man Minderwertigkeitskomplexe bekommt. Das, denke ich, ist gerade in der Beschäftigung mit Bonhoeffer heute ein Problem. Wir haben ihn als den evangelischen Märtyrer des letzten Jahrhunderts so auf einen Sockel gestellt, dass wir ihn bestaunen, aber dass er im Grunde genommen da auf dem Sockel stehend mit unserem Alltag heute, also mit unserem Leben, mit unseren Entscheidungen, nichts mehr zu tun hat. Und das ist gefährlich. Und so ist natürlich das Vorbildsein der Wüstenväter und Wüstenmütter nicht zu verstehen. Das zeigt eine kleine Geschichte, die ziemlich anschaulich uns vor Augen führt, wie das Vorbildsein von Wüstenvätern und Wüstenmüttern
gelebt wurde. Sie stammt aus den Apophthegmata Patrum. Da war einer, der in der Wüste nach wilden Tieren Jagd machte. Also das war jemand, der nicht in der Wüste lebte. War so ein Großwildjäger, würden wir heute sagen. Er sah, wie der Altvater Antonius, also Antonius von Ägypten, mit den Brüdern, gemeint die jüngeren Mönche, Kurzweil trieb. Und er, der Großwildjäger, nahm Ärgernis daran. Da nun der Altvater ihm klarmachen wollte, dass man sich zuweilen zu den Brüdern herablassen müsse, sprach er zu ihm: Lege einen Pfeil auf den Bogen und spanne. Er machte es so. Da sagte der Altvater zu ihm: Spanne noch mehr. Und er spannte. Abermals forderte der Altvater ihn auf: Spanne. Da antwortete ihm der Großwildjäger: Wenn ich über das Maß spanne, dann bricht der Bogen. Da belehrte ihn der Greis, der Altvater: Wenn ich, so ist es auch mit dem Werk Gottes, wenn wir die Brüder, gemeint sind die jüngeren Mönche, übers Maß anstrengen, versagen sie schnell. Man muss also den Brüdern ab und zu entgegenkommen. Als das der Jäger hörte, ging er in sich und mit großem Gewinn schied er von dem Altvater. Die Brüder aber kehrten gefestigt an ihren Ort zurück. Apophthegmata 13. Also, das heißt, zum Teilen des Alltags des Altvaters und seiner Schüler oder der Amma und ihrer Schülerinnen gehörte auch die gemeinsame Freizeitgestaltung. Also in dem Fall, hier scheint es ja irgendwie um was Sportliches gegangen zu sein. Also auch Geselligkeit und Spaß gehörten zum Miteinander. Das Zusammenleben von Wüstenvater, Wüstenmutter und ihren Schülern, Schülerinnen umfasste also nicht bloß die Arbeit und das geistliche Leben. Das finde ich besonders wichtig, weil Seelsorge ja offensichtlich ein Stück mit Existenzmitteilung zu tun hat. Das ist auch vielleicht der Unterschied zwischen einer Therapie und einer Seelsorge. Die Seelsorge reicht weiter. Das ist nicht so was Professionelles, wo sozusagen, wenn der Klient das Sprechzimmer verlassen hat, ist es vorüber, ja, der Kontakt. Die Seelsorge reicht weiter. Das sieht man allein daran, wenn es gut geht, dass ich als Seelsorger doch für diejenigen, die ich seelsorglich begleite, beten werde. Die beschäftigen mich weiterhin. Das heißt natürlich nicht, dass ich unbedingt mit dem Seelsorgesuchenden beten muss. Davon würde ich sogar abraten, weil das Gebet zu schnell, voreilig gesprochen in der Seelsorge, das kann die eigentlichen Probleme zudecken. Man darf das nicht fromm verkleistern. Es muss erstmal die Not wirklich ausgesprochen werden können. Das war also, sag ich mal, jetzt die eine Gruppe der Adressaten der Seelsorge, der Wüstenväter und Wüstenmütter. Das sind die, die mit ihnen ein Stück weit das Leben geteilt haben und die sehr genau, wie an anderen Apophthegmata deutlich wird, ja auch die Schwächen ihrer Wüstenväter, also ihrer Väter, geistlichen Väter und Mütter, kennengelernt haben. Das bleibt ja nicht aus. Ein Therapeut, der kann sich diese 45 Minuten gut im Griff haben, aber wenn sie miteinander einen Weg gehen, dann ist das nicht mehr so leicht möglich. Ja, das ist sogar wichtig, finde ich, dass das nicht möglich ist, weil dadurch ein Seelsorger, eine Seelsorgerin in gewisser Weise auch nahbar wird für die Seelsorgesuchenden. Neben diesen Mönchen, die unmittelbar mit dem Abbas oder der Amma zusammenlebten, gab es eine Reihe von Menschen aus dem ganzen Römischen Reich, die ein oder mehrere Male in die Wüste kamen, um seelsorglichen Rat und Hilfe zu erbitten. Das war ja eine ziemlich mobile Gesellschaft schon damals. Ja, das darf man sich auch nicht so vorstellen wie das alte Germanien, wo es noch keine Straßen gab, keine Verkehrsverbindungen, keine Post oder so. Das Römische Reich war ein Kulturbereich, der das ganze Mittelmeer
umschloss. Und man war relativ schnell von einem Land im anderen. Also man konnte Reisen machen, von Byzanz nach Ägypten. Das war überhaupt kein Problem und ging relativ gefahrlos. Charakteristisch scheint dabei die Bitte um ein Wort des Lebens gewesen zu sein. In den Apophthegmata Patrum heißt es häufig, sag mir ein Wort, wie ich gerettet werden kann. Also der Seelsorgesuchende sagt zum Abbas oder der Amma, sag mir ein Wort, wie ich gerettet werden kann. Oder sag uns ein Wort, wie wir das Heil finden können. Oder Vater, sage mir ein Wort, wie kann ich das Heil erlangen? Apophthegmata 19 zum Beispiel. Und dann hat tatsächlich der Abbas oder die Amma ein solches Wort gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht haben, von welchen Worten Sie in Ihrem Glauben sich nähren. Früher war es so, dass Evangelische eine regelrechte Spruchfrömmigkeit gelebt haben. Also, dass evangelische Christen ein Leben lang beispielsweise mit ihrem Konfirmationsspruch gelebt haben. Oder auch mit dem Trauspruch. Und dass dann der Trauspruch auch der Beerdigungsansprache zugrunde lag. Ich habe eine ganze Reihe von Menschen beerdigt, wo die Angehörigen wollten, dass ich über den Trauspruch der Mutter oder des Vaters sprach, weil der für sie eine Rolle gespielt hat im Leben. Also evangelische Frömmigkeit ist eigentlich interessanterweise auch Spruchfrömmigkeit. Und der das begonnen hat im evangelischen Raum, ist kein geringerer als Martin Luther. Und wissen Sie wodurch? Er hatte die Idee, dass man die Kernverse der Bibel im Druck hervorheben könnte. Deswegen in der Lutherbibel bis heute die fettgedruckten Bibelverse, ja, das sind die Kernverse. Und von daher gesehen auch da wieder eine Anknüpfung, wenn Sie so wollen, an die Spiritualität der Wüste. Martin Luther ist ja auch Angehörige eines Ordens, eines Mönchsordens viele Jahre gewesen. Er war Augustiner, Eremit. Das war ein Orden, der sich durchaus auch in der Tradition der Wüstenväter sah. Und die reformatorische Spiritualität Luthers ist ja nicht einfach ein Bruch mit dem, was er gelernt hat im Kloster, sondern eine Reform, eine Transformation dessen, was er gelernt hat. Das sollte man nie vergessen. Und deswegen auch seine Idee, es kommt gar nicht so darauf an, jetzt die ganze Bibel zu kennen, sondern wichtig ist, dass man einzelne Verse, die gewissermaßen Kernverse zum Leben sind, von denen man wirklich sich nähert, dass man die bei Heart kennt. Das Interessante ist, wenn man die Seelsorge Luthers sich genauer anschaut, dann kann man feststellen, dass Luther nur ganz wenige Verse immer wieder an Seelsorgesuchende in seinen Briefen geschrieben hat. Es waren im Grunde genommen nur 4, 5 Verse, die er immer wiederholt hat. Ja. Das ist, also ist ganz auffällig, auch an dieser Stelle. Ähnlich wie bei den Wüstenvätern, die auch nur ganz kurze Worte zum Leben denen mitgegeben haben, die sie um solch ein Wort zum Leben gebeten haben. Ich vermute mal, dass es bei Ihnen auch so ist. Ich habe auch so ein paar Bibelworte, die mich begleiten, schon viele Jahre und an die ich immer wieder dann mich auch in schwierigen Situationen erinnere, weil ich die halt kenne auch und weil sie mich früher getragen haben. Also natürlich Psalm 23, das ist wahrscheinlich für viele von uns, überhaupt für viele Christen ein ganz wichtiges Wort. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder aus Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele, was in mir ist seinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist natürlich ein wunderbares Trostwort, wenn es einem schlecht geht, dass man sich erinnert, es gab schon andere Zeiten, wo man erlebt hat, dass Gott einem Gutes getan hat.
Oder wenn man ganz verzweifelt ist, also wenn nichts mehr hilft, finde ich, ist immer schön, für viele ist das ja ein Konfirmationsspruch, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich da bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also so gibt es eine Reihe von Sprüchen, Sie könnten die jetzt sicher fortsetzen, die einen durchs Leben begleiten. Und so war es bei der Seelsorge der Wüstenväter auch und eben vor allem offensichtlich bei denen, die nur von Zeit zu Zeit sie besucht haben. Neben diesen beiden Formen der Seelsorge haben die Wüstenväter und Wüstenmütter auch eine umfangreiche Briefseelsorge geübt. Ich habe Ihnen ja ein Buch mit ausgewählten Briefen aus der Wüste genannt. Es gab viele Menschen, sogar römische Kaiser, die die Wüstenväter auf brieflichem Wege um Rat fragten. Darüber hinaus haben Wüstenväter und Wüstenmütter vor allem auch Reisen in die nahegelegenen Städte und Dörfer unternommen, um dort geschäftliche Besorgungen zu machen oder das Evangelium zu predigen. Und sie fielen natürlich auf als gesellschaftliche Aussteiger. Sie fielen auf und wurden auch hier von Menschen angesprochen und um Rat gefragt. Ich stelle mir das so vor, wie wenn man heute eine Berühmtheit ist aus Film oder Fernsehen, wenn man irgendwo auftaucht, jetzt nicht abgeschirmt wird durch Bodyguards oder so, dass die Menschen auch ungeniert auf diese Leute zugehen und sie fragen und mit ihnen das Gespräch suchen. Und so war das damals natürlich auch, aus christlichen Motiven halt. Es gab demnach vor allem drei Menschengruppen, auf die die Wüstenväter und Wüstenmütter seelsorglich einwirkten. Ihre Jünger und Jüngerinnen, mit denen sie zusammen lebten, Besucher und Besucherinnen und Briefpartner und Briefpartnerinnen. Als die Mönche ihre seelsorglichen Erfahrungen literarisch zu verarbeiten begannen, kam dann noch die Form der Seelsorge durch das Buch hinzu. Also Briefe auf der einen Seite und dann regelrechte Seelsorgebücher. Auch dafür ist übrigens Luther ein klassisches Beispiel. Er hat unglaublich viele Seelsorgebriefe geschrieben. Das ist einer der Gründe übrigens, warum sich kaum jemand traut, über seine Seelsorge eine Dissertation zu schreiben, weil es eine Fülle von Material dazu gibt. Und aber er hat von Anfang an schöne, kleine, handliche Bücher auf Deutsch normalerweise geschrieben, die seelsorglichen Inhalts waren. Dadurch ist er eigentlich zum Volksschriftsteller geworden. Luther war zwar Professor, aber er war gleichzeitig unglaublich populär durch diese deutschen Kurzschriften. Deswegen steht er übrigens bis heute an der Spitze aller Autoren auf Deutsch, unerreicht. So viele Titel hat er verfasst. Mir ist das immer schleierhaft, wie das möglich war. Er war ja ab einem bestimmten Lebensjahr ziemlich krank auch, aber er muss wie so ein Vulkan gewesen sein. Und da ging das ganz flott und er hat ganz schnell eine entsprechende Trostschrift verfasst. Ungeschönt werden übrigens in den Zeugnissen der Wüstenväter und Wüstenmütter auch die Grenzen der seelsorglichen Einflussmöglichkeiten zum Ausdruck gebracht. Zitat: Beim Altvater Antonius fanden sich Brüder ein und sagten zu ihm, also ist jetzt wieder der erste Mönch, sag uns ein Wort, wie wir das Heil finden können. Also sind Besucher, die fragen. Sag uns ein Wort, wie wir das Heil finden können. Der Alte sprach zu ihnen, höret die Heilige Schrift, die ist gut für euch. Das ist jetzt mal so ein Beispiel für ein Lebenswort. Hört die Heilige Schrift, denn sie ist gut für euch. Und was antworten die Besucher? Sie erwiderten, auch von dir wollen wir etwas hören, Vater. Da belehrte sie der Greis, das Evangelium sagt, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. Zitat aus der Bergpredigt, Matthäus 5. Wie reagieren sie? Sie entgegneten, das können wir nicht. Da sprach der Altvater zu ihnen,
Wenn ihr die andere Wange nicht darbieten könnt, dann haltet wenigstens die eine hin. Sie antworteten, auch das können wir nicht. Der Alte sagte, wenn ihr nicht einmal das könnt, dann vergeltet nicht, was ihr erlitten habt. Sieh darauf, auch das vermögen wir nicht. Da sagte der Alte zu seinem Schüler, bereite ihnen ein wenig Brei, denn sie sind schwach. Wenn ihr das eine nicht könnt und das andere nicht wollt, was soll ich dann für euch tun? Beten tut Not. Also das ist ja, wenn Sie so wollen, eine klassische Seelsorgegeschichte. Dass im Grunde genommen Seelsorgesuchende nie das tun, was man ihnen rät. Es hat auch nicht viel Sinn zu raten, nebenbei bemerkt. Was mich an der Geschichte aber noch mehr beeindruckt, ist, dass der Altvater Antonius nicht etwa böse wird. Also ich werde dann manchmal aggressiv, ja, und bin schon auf die Idee gekommen, das zu raten, also das Gegenteil von dem zu raten, was richtig ist, weil dann vielleicht die Chance besteht, dass jemand das tut, was man vorschlägt, ja. Aber davon ist hier nicht die Rede. Der Antonius, der sagt seinem Schüler, mit dem er zusammenlebt, offensichtlich, naja, koche ihn etwas Brei. Das wäre jetzt auch ein Beispiel für ganzheitliche Seelsorge sogar. Die verlassen ihn doch mit ziemlich gutem Gefühl. Sie kriegen ja sogar ein bisschen was zu essen bei ihm gemacht. Aber da bleibt er nicht stehen dabei, sondern sagt, beten tut Not. Also das heißt ja, dass er zumindest für sie beten wird. Und vielleicht hören sie es auch, die da seelsorglichen Rat suchen und werden dann auch für sich selber anfangen zu beten. Aber als Ergebnis, der Erfolg der Seelsorge, auch der Wüstenväter und Wüstenmütter, lässt sich nicht erzwingen. Die Seelsorge, auch der Wüste, ist kein Erfolgsrezept. Sie bleibt vom Wirken Gottes abhängig. Ich finde das einerseits deprimierend, das gebe ich zu, wie begrenzt unsere seelsorglichen Möglichkeiten sind. Aber ich kann Sie trösten, sofern Sie therapeutische Ausbildungen gemacht haben oder es vorhaben. Mir hat eine gute Freundin, die Präsidentin der Europäischen Freud-Gesellschaft eine Weile lang war und Anna Freud-Schülerin, also Schülerin direkt noch bei der Tochter Freuds in der Kinderpsychologie, gesagt, sie könne vielleicht als Therapeutin einem Menschen etwas besser helfen, etwas besser mit seiner Krankheit zu leben. So bescheiden und demütig hat sie ihre Möglichkeiten als Therapeutin eingeschätzt. Vielleicht etwas besser mit der Krankheit zu leben. Ich glaube sogar, dass wir als Seelsorger und Seelsorgerin, und dieser Meinung war sie dann später auch, etwas mehr tun können, weil wir ja einen Dritten sozusagen noch im Bunde haben. Aber auch für uns als christliche Seelsorgerinnen und Seelsorger gilt, dass wir den Erfolg unserer seelsorglichen Begleitung nicht in der Hand haben. Dass es oft schief geht. Ich finde das aber auch positiv, und das sollten wir uns klar machen, immer wieder, wir können die Seelsorgesuchenden nicht manipulieren, das bringt nichts, ja, das geht daneben. Der Seelsorgesuchende bleibt unmittelbar zu Gott oder anders ausgedrückt, zwischen ihm und uns steht immer Jesus Christus als der Auferstandene. Und von daher gesehen bleibt seine Freiheit uns gegenüber auch gewahrt. Ist auch wichtig, dass wir uns das klar machen. Wir müssen ihn oder sie, die Seelsorge suchen, bei uns immer wieder freigeben. Soweit einmal dieser Punkt.